Wir stehen nämlich hier und uns treibt eine absolut dringende Notwendigkeit. Wir müssen diesen Tatsachen endlich ins Auge sehen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien stockt. Darum müssen wir uns für eine CO2-freie Energiewende einsetzen, die explizit die Kernenergie mit einbezieht. Und das bedeutet, raus aus dem Atomausstieg, der schon Ende nächsten Jahres stattfinden soll. Denn trotz Milliardeninvestitionen jährlich für die Energiewende schreitet die Klimakrise mittlerweile für jeden sichtbar fort. Aktuell Waldbrände in Südeuropa, Hochwasser in Deutschland und an vielen Enden der Welt. Trockenheit, Brände, Menschen auf der Flucht. Lassen Sie uns gemeinsam die Tatsache akzeptieren, dass wir die Atomenergie im Zuge der CO2-freien Energiewende im, wohlgemerkt, erneuerbaren Mix dringend brauchen. Vielen Dank.